Kyrie. When I was a kid, I was alone. You and Kratos were all I knew. And now all of a sudden I find out I have a family. What am I supposed to do with that? You always know which path is right and which is wrong. There's no need to doubt yourself. Thanks. I guess that's all I needed to hear. I have one last thing to take care of. Then I'm coming home. I couldn't protect Kratos. To this day, I hate myself for not having enough strength. But this time is different. I swear! I'm not letting you die! This ends right here. Listen to me. I told you already. This is not your... You listen, Deadweight. I won't let you kill each other. There are other ways of settling your differences. I'm putting a stop to this sibling rivalry. You came all this way just for that. Virgil. V. Whatever you call yourself. Dante's not gonna die here. And neither are you. Do you have a problem with that? Not gonna die my ass. Oh, that bitch slap nearly killed me. If I beat Nero, then by default, I beat you. Agreed, Dante? Whatever. I don't really care. I'm just gonna sit this one out. When this is over, I'll make you submit. Father. This has nothing to do with you. Stand down. Nothing to do with me? It has everything to do with me! Fuck you! Damn.
Okay. Scheiße. You cut off your own son's arm for more power, and you still lost. Enough, damn it! The underworld is taking over. We need to do something before it's too late. He's right. We need to close that portal. Hey, you lost, so you better do what he says. I can still fight. But if those roots continue to spread through town, it'll just interfere with our business. Now, that's the smartest thing I've ever heard you say. Better hurry up. We still got a score to settle. Evidently. Wait! Where are you going? We need to sever the Clyphod roots from the underworld itself. Then we'll seal the portal with a Yamato. Hang on. If you do that, you can't come back. Why do you think I'm going? Somebody's gotta keep an eye on your old man. You can't just expect me to stay here while you both go. It's because you're here, we can go. We're trusting you with things on this side. Capiche? Make haste, Dante. Yeah, I know. Hey, wait! Take care, Nero. Adios. I won't lose next time. Hold on to that until then. I'm still in freaking shock. About what? Duh. Your arm? Who the hell grows an arm back? It's just weird. It's like a lizard tail or something. Look, I don't know. It just grew. Ugh. I mean, are you kidding me? Lots of weird stuff happened.
There were demons and scary plant roots and arms growing back. Lots of stuff. Do you know how much love and care I put in that devil breaker? Nope. This arm, it's nice. So, how's it feel? How's what feel? Saving the man who killed your own father. Heard Dante killed Virgil once. It doesn't matter. They're both gone now anyway. It's okay to cry. If you want, Nero, over a loss. Not cry. It doesn't make you a crybaby. Does make you a little bitch, though. There it is. You think I'm a demon? I didn't cry when my asshole daddy died. But... yeah, I know. I wouldn't be here without him, that's a biological fact. Right. All I'm saying is, tough guy, it's okay to cry if you want. Devils cry. I'm not gonna Kittens cry. Kittens cry. Will you meow. Shut up? Puppies will you stop cry. With... Look at you. You're nobody. Why nobody's do you cry crying. My shoulder? Right? Stop Devil saying cry. Cry my shoulder. I know you, you wanna. You say cry again. Devil may cry. Fuck. You oh. Said it. Hey, Kitty. Yeah, I'm coming home. Oh yeah, I don't want to spoil it, but I got a surprise for you. Oh yeah, he's got a huge surprise. Will you shut up. No, KDA, not you. Nico, you know, and her big mouth. What the hell's your problem? Where'd you learn to drive? Hey, sorry, I gotta call you later. It's time to get back to work. Got an arm. You're good. It's a prototype, and this is the perfect place to test it out. Look, you're gonna use it, and it's a work of art. Gotcha. And it ain't complete without you. Well, how sweet. Feels good. You'll get fixed as soon as we get back. So, devil's cry, huh? Let's hear what that sounds like! Yeah! Wer sich jetzt wundert, wie ich wusste, wo Devil Trigger ist, ich habe in den Steuerungseinstellungen gesehen, welcher Button noch offen war. Und ja, ich würde sagen, das war Devil May Cry. Mal schauen, ob ich
Shit. So all we gotta do is cut this thing down. That's right. I'm more than capable of handling this on my own. You're gonna need some help. And someone to keep an eye on you. Okay, ja, in Devil May Cry ist ja immer häufig so, seit Teil 3 die Tradition, dass man eine gewisse Menge Dämonen töten muss. Secret Ending zu erreichen. Hoffe, das kriege ich jetzt auch noch hin. Ich gehe davon aus, dass ich es nicht geschafft habe jetzt. Ja, wie wäre es mit dem Zwischenfazit? Das Spiel war leichter als Devil May Cry 3 und 4 auf dem ersten Schwierigkeitsgrad. Bis zu den letzten 2-3 Bossen, wo ich gedacht habe, wow, da wurde der Schwierigkeitsgrad nochmal heftig angezogen. Der letzte Kampf eben gegen Virgil mit Nero war definitiv nur, um einfach einmal nochmal einen Win zu kriegen, sag ich mal. Und halt, das ist das Spektakel, denke ich. Insgesamt bin ich sehr positiv überrascht von dem Spiel. Nach 11 Jahren hatte ich doch recht hohe Erwartungen daran. Und ich bin gespannt, wie der Schwierigkeitsgrad in den nächsten wie der Schwierigkeitsgrad anzieht auf den nächsten Schwierigkeitsstufen. Die Story war jetzt nichts Besonderes. Diverse Twists habe ich halbwegs kommen sehen. Also, dass V und Virgil irgendwie irgendwas miteinander zu tun hatten, war klar. Nur halt, inwiefern war man sich jetzt nicht sicher. Schade, dass man die Summons töten musste am Ende. Sehr, sehr schade. Ich meine, vielleicht kriegen wir noch ein DLC mit Virgil, der spielbar ist. Genügend Moves hätte er auf jeden Fall. Alles in allem ein würdiger Nachfolger. Kein Backtracking gehabt dieses Mal. Und wenn, dann war es halt auf eine Art und Weise gelöst, dass es sich nicht angefühlt hat wie Backtracking, wie Mission 14 bis 16. Sehr Grunde die gleiche Mission, nur halt mit jedem Charakter einmal über einen anderen Weg. Umgebungen waren mau, größtenteils.
halt sehr grau, sehr matschig. Und ja, die Waffen sind selbst die, die wieder neu, also die neu zurückgekommen sind oder als neue Versionen zurückgekommen sind, sehr gut ausgebaut für Waffen für Dante. Nero's Devilträger muss ich mal gucken, wie es sich entwickelt. Da kann ich noch nicht wirklich mitreden. Keine Ahnung, was man da jetzt noch an speziellen Fähigkeiten freischaltet. Wahrscheinlich die, die man in 4 auch hatte. Und ja, ich mochte den Soundtrack, ich mochte das Art-Design. Das Spiel fühlt sich an, wie es sich anfühlen muss. Für Fans der Serie auf jeden Fall zu empfehlen. Weiß nicht, ob ich es Neulingen empfehlen würde. Wahrscheinlich schon, weil es halt ein besseres Tutorial hat als die alten Spiele. Und insgesamt würde ich sagen, es ist das beste PlayStation 2 Spiel, was man sich jemals kaufen kann. Weil vom Game Design Standpunkt ist es halt einfach hart wie ein PS2 Spiel aufgebaut. Hat halt nicht viele von den Game Design Entscheidungen drinne, die man sonst heute so sieht. Diese so Sachen wie ja, Walking-Talking-Segmente, sage ich immer, wo die Action komplett unterbrochen wird. Oder, ja, keine Ahnung, Open World ist auch nicht wirklich da, offenes Level-Design ist nicht wirklich, also Open World-Level-Design ist nicht wirklich da. Ist halt sehr oldschool, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir von so vielen AAA-Titeln mit Open World-Gedöns überrollt werden, doch mal wieder frischer Wind in der Spielelandschaft und ich kann es wirklich jedem nur sehr ans Herz legen. Clever little devil came to see me right before his last job. Said something like, my dearest friend, I know you'll keep this safe because them crazy bitches. Did I say crazy bitches? I'm sorry, I meant ladies. Anyway, the rest of the story is not important. You get the gist. I wonder if he even plans on coming back. Got me. What is important is I have a job for you two. For Dante. I'm up one. When did you learn to count? We're even. You know, I'm starting to think this is never gonna end. Maybe. We got plenty of time. Yeah.
Okay, die zwei können es nicht lassen. Oh ja. Ja. Ich würde sagen, das war's mit Devil May Cry 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal bin ich garantiert wieder mit Julian und Marco unterwegs oder nur mit Julian, je nachdem. Ja, und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und Coop on.